willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir mal eine extrem kranke Aerox. Oh Junge, mit der ist ja hier gar nicht drehen, du. Vorne kommt ein Auto, was soll denn das jetzt? Der funktioniert. Digga, ist ja geisteskrank. So, jetzt drehen wir mal direkt wieder rum. Weil da vorne ist noch ein Fußgänger. Dann wollen wir mal direkt, wir machen einfach direkt einen Highspeed-Test, weil der Junge hat auch nicht lange Zeit. Wir steigen wahrscheinlich gleich dann auch auf meine Aerox um. So, dann mache ich die Kamera mal so, dass man was sieht und... Man versteht wahrscheinlich gar nichts oder es ist alles am Übersteuern. Ja, die hintere Bremse ist so semi-geil, ne? Mal gucken, ob wir ein paar Wheelies zuzählen können. Vernünftig. Oh, Alter! Digga. Alter Junge, das Ding hat ja so krank Leistung. Alter Schwede, was ist denn damit? Digga, mein Adrenalinspiegel, der ist ja gerade mal so gottverdammt hoch. Ich würde mal sagen, wir gucken uns die kurz von außen an. Ich hoffe, der denkt jetzt nicht, die ist kaputt. Aber Bruder. Digga. Ich brauche auch so viel Leistung auf meine Aerox, Junge. Digga, das Ding ist ja so gestört, Alter. Willst du kurz was zu erzählen? Was hat die so verbaut jetzt? Also ich habe einen 70er. MK2 Racing drin mit einem 24er Vergaser. Ich meine, das ist ein Rus SP1 Italkit Inrotor Zündung. Haben wir die Stage 6 Viton Membran, komplette Stage 6 Overrange Kit. Genau, Unsoak Spacer, Kurbelwelle Malossi RHQ. Ich schätze mal so, sie hat 18, 19 PS, 17, 18 PS, sage ich jetzt mal realistische. Mhm. Und ja, schiebt ordentlich das Ding. Junge, das schiebt an. Junge, das schiebt anders. Ich habe hier vorne hab ich hochgezogen. Ja. Und ich gebe nur so einen kleinen Gasstoß und auf einmal. Ja, ja, und Digga, die reißt so nach hinten. Ja, ich direkt die Bremse reingeknallt. Ich dachte mir, das Ding will ich nicht zerstören. Bruder, gar keinen Bock auf 1,9 zu bezahlen. Ja, ja. Und du bist ja am Verkaufen, ne? Genau. Ich baller mal einfach den Link unten rein. Vielleicht hat ja jemand Bock, 1,9 dafür zu bezahlen. Der geht auf jeden Fall geisteskrank ab. Wenn du willst, halt dich jetzt nochmal mit Fullspeed lang. Mach mal, bitte. Alter Junge. Alter Schwede, Junge. Ich habe bei mir jetzt auch in der Vario die Vario noch mal ein bisschen geändert. Ja, merkt man. Die geht jetzt noch mal deutlich einfacher hoch an sich. Was macht denn meine Hose hier, Alter? Kurz Flugzeug geworden. Alter, jetzt hier 50 Kubik auf einmal. 50 Kubik? Keine Ahnung. Ich denke mal, wenn ihr das Video hier seht, bin ich jetzt auch offiziell Partner bei Scooter Tech. Den Rabattcode, den blende ich euch jetzt genau hier ein. Genau hier.
Und mit dem Rabattcode könnt ihr dann 5% sparen auf eure gesamte Bestellung bei ScooterTech. Das macht auf jeden Fall ein bisschen was her und damit unterstützt ihr auch unsere Projekte. Was jetzt noch so der restliche Themenbereich ist, wie die meisten werden jetzt wahrscheinlich eh abgeschaltet haben, weil das alles schon am Anfang kam mit der kranken Aerox da vorne. Der Rest des Videos dreht sich darum, meine Tuning-Tipps für euch, wie ihr am besten irgendwie 50-Kubik-Tuning machen könnt oder sowas, oder ihr baut halt auf 70 Kubik um, so wie diese geistesgestörte Aerox da vorne. Also wirklich, ich bin einfach verliebt. Einfach verliebt. Ich glaube, ich muss noch mal leichtere Gewichte bei mir haben. Da wären wir auch schon beim Thema 50 Kubik. So ein bisschen Tuning. Ihr habt alles komplett Standard, Original. Holt ihr euch einfach einen Sportauspuff, entdrosselt den, ein 17,5er Vergaser und eine Sportluftfiltermatte für euren Ori-Luftfilterkasten. Und das war es auch eigentlich schon. Orivario könnt ihr an sich fahren. Vielleicht ein bisschen dann spielen mit der Abstimmung von den Gewichten halt. Ne? Bisschen leichtere Gewichte oder ein bisschen schwerere. So wie es halt passt, weil jeder Roller ist nicht gleich. Nicht jeder Roller ist gleich, so rum ist das. Genau, und dann habt ihr, denke ich mal, schon ein relativ vernünftiges Setup. Alle schnell ihren Helm anziehen oder einfach das T-Shirt vors Gesicht machen, damit man die nicht im Video erkennt. Zu geil. Genau. Dann kommen wir ganz einfach jetzt zu 70 Kubik Tuning. Ihr kauft euch irgendeinen 70er, wo ihr Bock drauf habt, wofür ihr Geld habt. Es muss natürlich, ich fahre jetzt ja zum Beispiel in der Aerox hier in den DR und der kostet, für die Aerox ist der natürlich teurer, 180 Euro. Aber jetzt für einen luftgekühlten Roller kostet der so um die 100, 120, 130 Euro. 120, 130 Euro und damit könnt ihr auf jeden Fall gar nichts falsch machen. Dann besorgt ihr euch einen 19er oder einen 21er Vergaser. Klatscht den da drauf, Bedüsung, Sportvario und natürlich einen Auspuff, der für euren Zylinder geeignet ist. Holt ihr euch jetzt einen Racing-Zylinder, muss es natürlich auch ein Racing-Auspuff sein, ist ja klar. Ne? Heißt für meinen DR jetzt hier, ist ein Sportzylinder. Habe ich natürlich auch einfach nur einen Sportauspuff, das ist der Leo Winz TT Handmade. Und der funktioniert am besten. Ich hatte davor den Yasumi Z drauf. Und ich fand den nicht so geil. Der TT geht auf jeden Fall besser auf der Karre. Genau, und dann holt ihr euch noch hier Carbonmembran oder Glasfasermembran und klatscht die dann noch rein in offenen Ansaugstutzen. Und dann seid ihr auch eigentlich schon echt gut bedient. Und vergesst nicht, wenn ihr jetzt bei ScooterTech bestellen solltet, mit den Empfehlungen, die ich euch hier gebe, vergesst meinen Rabattcode nicht. Aber jetzt so im Nachhinein, ich bin ja eben die andere Aerox gewheelt, hat die viel zu viel Leistung für das, was wir hier gerade machen. Einfach so entspannt ein paar Wheelies ballern und sowas, ne? Die ist wirklich so für Rennen. Ich glaube, er meinte auch irgendwie, die fährt 125 km/h GPS gemessen. Kommt auch ungefähr mit dem Tacho hin. Ne? Klar, Tacho, umso schneller es wird, desto ungenauer wird es. Aber
Ich denke mal schon, dass die 125 GPS läuft. Das hat sich auf jeden Fall geistesgestört angefühlt. Hat richtig Bock gemacht. Falls du das Video siehst, ich bedanke mich bei dir. So, dann würde ich erstmal sagen, war es das mit dem Video. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder. Machen wir noch ein Video zum Abschluss. Haut da rein. Ciao. Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops, breiter Lenker wie The Rock. Alle wach in meinem Block, nur noch Tuning in meinem Kopf. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops, Ausdruck läuft wie Hard Rock. Post auf Insta, nicht TikTok, übel gay wie Arsch voll mit Cock. Achtung, Achtung, wir kommen, Miep, Miep, alles heavy tuned. Fette Teile, wie du siehst, alle Leute glotzen, wenn wir wieder durch die Street schießen. Kein Feinstaub, keiner muss...